Was? Ich habe immer trockene Gesicht. Dingsbums. Das kommt gleich vom Rasieren oder so. Immer alles trocken bei mir. Bei mir war noch nie was feucht. Bei mir war noch nie was feucht. Fick die Henne kleiner als 3. Bitte was? Ah, ich habe mir heute Morgen hatte ich mir irgendeine geile Frage gestellt, die ich eigentlich euch stellen wollte. Aber mir fällt sie gerade nicht mehr ein. Aber die war richtig tiefgründig. Die war richtig on point, Alter. Ich weiß es leider nicht mehr. Goddamn Ruskies. So, ist Rock Passage auch noch auf? Naja, schade. Aber ja, ich muss sagen, also KS23 auf Shoreline läuft eigentlich geiler als auf Customs, wa? Breathtaking. Das ist Meta, ist so, Alter. Ist so. Es macht aber auch echt tierisch Spaß, muss ich ganz ehrlich zugeben, Alter. Das macht mega, mega Spaß. So, da. Jetzt gehen wir aus hier, würde ich sagen. Auch irgendwie zu langweilig. Naja, es geht. Kartoffelbrei. Ich habe jetzt die KS23 für mich entdeckt. Und das macht halt einfach unglaublich viel Spaß irgendwie. I don't know why, aber es macht halt einfach nur Bock. Einfach Legende, Alter. Einfach Legende. Oh Gott.
Also der Tag heute geht schon mal auf jeden Fall sehr, sehr gut los, Alter. Sehr, sehr gut geht das los. So. Mann, dieses Gäste hier wieder verrückt, Alter. Holy shit, Mann. So, ist Rock Passage auf? Natürlich nicht. Wie soll es auch anders sein? How many roads must a man walk down before you can call him a man? Hallo, ist da jemand? Anyone camping exit? Maybe? No, maybe not. Not this time. Never actually. 5000 hours in the game and only seen one guy up there. Okay, einmal waren zwei Scav-Spieler oben drauf. Muss ich zugeben. Aber ansonsten habe ich da erst einen einzigen Typen gesehen. Hello, Ledix. That's not the Ledix. Surprise, motherfucker. Ja, damit hat er nicht gerechnet. Aber wieso geht denn mit der Pumpgun in den Raid, Mann? Keine Ahnung. Und dann der Packer. Wieso bringt er nicht einfach eine Slick oder sowas, eine HK mit, Alter? Wie kann man denn so spät im Vibe noch Pumpgun spielen? Solche Leute kotzen mich so tierisch an, Mann. Es ist so spät im Vibe und die gehen halt mit Pumpgun und einer beschissenen Armor rein. Zum Kotzen. Hä, hey, Leute. Ihr checkt schon, dass ich auch eine Pumpgun in der Hand habe. Und eine beschissene Armor, Mann. Das habt ihr schon verstanden. Digga, da ist mal einmal am Meme in so die ganze Chat so. Hä? Vielleicht Quest? Vielleicht, ne? Oh Gott, Alter. Einmal mit Profis streamen. Es ist zu warm im Zimmer. Wir brauchen alle eine Klimaanlage anscheinend. Das wird auf diesem Kanal nicht. Anscheinend nicht, nein. Was erwartest du bei dem Streamer? Stimmt. Wie der Herr so sagt, Cher sagt mal, gell? Na gut. Hätte ich mir auch wieder selber denken können, habt ihr recht. Och, shit, Bruder. Ah, das war kacke. Bin in die falsche Richtung gelaufen. Passiert. Ich dachte eigentlich, ich wäre da hinten beim Checkpoint gespawnt. Wisst ihr, was ich meine? Woods ist my Home Map. Merkt man, denke ich, recht schnell. Bin einfach Woods zu Hause so. Genau mein Ding, der Saftladen hier. Ich sage, ich habe irgendwie beschissene FPS hier. Ich ziehe halt an wie 30 FPS oder sowas. Aber dabei bin ich ja nie rausgetappt. Der Schatten zieht sich auf den See komplett hinter. Und die Spiegelung macht aber absolut keinen Sinn eigentlich. Gott. Back off is a pretty good game. Eine Granate tut. Noch eine Granate tut. Da hinten ist also irgendwo die Party. Oh, ist der Typ Usain Bolt oder was? Eine DVL, eine Silence. Doch keine Morse. Wie unlucky war das für ihn auf einer Skala von 1 bis 300? Walla, Bruder. Water.
Also den Pestilligard habe ich schon mal. Was ist denn der Rest von der Bande jetzt? Schön den Crackers mal hauen. Ins Hole gerennt. Geil. 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 Nur geiles Zeug, Mann. Einfach happy. Das nochmal, das noch. Ja, nach 100 Stunden. Nach 100 Stunden kannst du froh sein, wenn du überhaupt den richtigen Weg in den Raid reinnimmst, so. Da bist du noch, so hart es klingt, aber du bist damit ziemlich am Anfang von Tarkov noch mit 100 Stunden. Ich weiß, es klingt fucking wild, aber es ist so. Du hast allein diesen Wipe 4000 Stunden. Außerdem Impossible, Bruder. Da ist ja, da wollte ich mal einen Taschenrechner. 4000 geteilt durch 168. 23,8. 23,8 mal 7. Dann sind wir bei 140, 161, 166. Du hättest also von 171 Tage, die dieser Vibe ist, 166 gespielt. Yeah, I call bullshit. Easy clap. Also ja. Es wird problematisch. Du hättest dann 5 Tage wären dann übrig. Er hätte es also. Ja, 5 mal 24, so bei 120. Ja, not bad, Alter. 120 Stunden schlafen innerhalb von knappen 6 Monaten. Das heißt, du hättest 20 Stunden pro Monat geschlafen. Es macht dann circa eine Dreiviertelstunde Schlaf am Tag. Bruder, das nenne ich Dedication pur, Alter. Ich wünschte, ich würde auch so aufgehen in diesem Spiel. Das ist not too bad. Ja, also Job brauchen wir dann drüber nicht mehr. Empogee freut sich. Digga, er hat sich richtig, also nur so mit Empogee wachgehalten, mit Waifu ernährt. Perfekt. Er ist ein Macher. Ja, der schnackt nicht lange.